Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu Ihrem Video-Wunschfilm und wünsche Ihnen gute Unterhaltung. Bitte beachten Sie aber, dass der nun folgende Film von der freiwilligen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft für Jugendliche nicht freigegeben wurde. Bitte sorgen Sie mit dafür, dass Ihre Kinder und deren Freunde keinen Zugriff zu diesem Film erhalten. Denn aktiver Jugendschutz im Videobereich lässt sich nur durch freiwillige Selbstkontrolle im Elternhaus erreichen. Für Ihr Verständnis und Ihre Mitarbeit darf ich mich bei Ihnen bedanken und Ihnen nochmals gute Unterhaltung wünschen. Also, ich bin der Salatanista. Alter, ein Maul, ja, du auch. Aber du siehst auch in echtem Leben scheiße aus. Ja, genau, da ist ein LKW, der mir entgegenkommt. Was mache ich denn jetzt? Mit auf der Kreuzung. Ach, wir fahren einfach über die Grüne. Joppa, oh. Scheiße. Kann ich hier durch den Zaun fahren? Nein. X kann man in dem Spiel, das ist ja voll unrealistisch. Die Trecker hätten normalerweise total Schaden. Quatsch. Was hast du denn für Trecker gefahren, ey? Also beide Trecker konnten dann alle. Hier stehen ja auch noch ganz viele Sachen. Oh, guck mal, ein Mähdrescher. Morgen! Ist egal, wie ich sehe. Hauptsache gerade. Oh, schade. Gerade? Gerade ist nicht so mein Ding, wenn ich ehrlich bin. Guck mal hier. Drehmaschine senken ist V. Hau ab! Scheiß Vogel. Hast du einen Vogel verschluckt oder was? Ja. Es war einmal ein Boomerang. Der war ein weniges zu lang. Boomerang, der flog ein Stück, doch Boomerang kam nicht zurück. Das Publikum oft stundenlang wartete auf Boomerang. Wir machen Bio-Eier. Die Hühner werden bei uns draußen gestapelt. Wir haben Bio-Hähnchen. Unsere Hühner werden noch mit dem Knüppel erschlagen. Oder sie verarschen, oder? Ja, aber das merkst du die ganze Zeit nicht. Doch egal. Training. Moment, Davidsche. Ich komm mal erst zu Hof. Das ist geil. Der Spruch ist gut, ey. Den muss ich mir merken. Ich komm mal erst zu Hof. Ich hab schon wieder gequietscht, hast du gehört? Ja. Also anfangs ist immer der langweiligste Teil. Wenn du einmal so drin bist, weißt du, dass der... Ja, dann ist mal... Dann ja, das stimmt. Anfangs ist der langweiligste Teil. Wenn du erstmal drin bist, dann... Wenn du erstmal drin bist, ne, dann ist das nicht mehr so langweilig. Was? Wir haben doch eine gute Beziehung, oder? Wir haben doch eine gute Ehe. Wir teilen alles. Teilen macht Spaß. Ja, Atome. Ich glaube, langsam werde ich ein bisschen besser in Linie ziehen hier, obwohl ich immer noch scheiße bin. Aber ich bin schon mal nicht mehr hoffnungslos scheiße, sondern einfach nur noch scheiße. Ziemlich scheiße. Ja, nee, in so einer halben Stunde bin ich nur noch scheiße. Und dann bin ich schon nicht mehr ganz so scheiße. Und dann bin ich schon einfach nur noch schlecht. So, wenn wir dann fast fertig sind mit unserem Let's Play, dann bist du gut. Dann bin ich schon so, naja, es geht. Ja, genau, ey. Fick dich doch. Fick dich, ehrlich. Gib mir das Scheißding her. Nimm du das Pistol hier. Das passt doch von der Farbe viel besser zu mir. Bist du eine dumme Sau, ey. Da verkaufen wir gleich aber noch eines, klar, ne? Okay. Raus da! Ne, jetzt hat er wieder seine komischen Flash da. Ja, Leute, da sind wir wieder und wir machen wieder nur Scheiße. Scheiße. Siehst du? Nee, wenn du so eine Sämaschine hast hier von der Spannweite, die ich gerade fand, hier von der Spritze. Gib it. Echt? Als Mod gib it dir, ja. Krass. Machen wir aber nicht, das ist zu unrealistisch. Quatsch, das ist nicht unrealistisch, was laberst du denn? Nee, guck mal hier über dem Boden, ein UFO. Hilfe, ein UFO! Nein, dann ist der Heißluftballon. UFO! Ach so. Hey, Hilfe! Ah! Mein Gott, was mach ich denn hier, ey? Ich komm nicht mehr nein. Ah, nein! Guck mal an meiner Sämaschine. Was mach ich denn da? Was? Guck mal hinten an meiner Sämaschine. Was ist da?
Ich habe extra Warmblinkanlage angehabt. Oh, habe ich nicht gesehen. Oh, habe ich. Standest du da? Ich habe dich nicht gesehen. Warum denn nicht? Der hat eine Kupplung, aber die Kupplung passt nicht dafür. Dafür müsste ich eine andere Kupplung kaufen. Wie kostet? Mein Gott, ist ja gut. Ja, aber bist du dann links oder rechts vom Hof? Rechts. So wie du jetzt stehst, dann andere rechts. Geht dann andere rechts, dann ist links. Ja, links. Rai, fress dich auf. So. ich werde jetzt Trecker fahren. Ich werde jetzt Man. Ja, komm. Ja, ha. Was bummelst du denn die ganze Zeit rum, ey? Zeig ich dir jetzt. Kündchen noch eben. Was machst du denn da? Zeig ich dir gleich. Boah, sag das doch einfach. Nee. Boah, ehrlich, ey. Leute, könnt ihr den bitte eins aufs Maul hauen? Da brauche ich da nicht drum. Behindert. Ich fahre Mähdrescher. Ich bin schon wieder voll, Elektro-Funny, ehrlich. Ja, dann bin ich ja eher voll als du leer. Ja, aber ich habe einen weiten Weg, ne? Was? Ich muss einen weiten Weg noch fahren. Was? Ich habe einen verdammt weiten Weg, bis ich das Scheißzeug wieder ausgeladen habe. Nee, ich nehme jetzt noch den dritten Hänger dabei. Wir kippen alles bei uns im Silo und fahren dann mit zwei Treckern dann die ganze Scheiße weg später. Ach so. Ja, dann brauche ich mich nur mit meinem Hänger da drunter setzen, dann passt ein Bunker rein. Nee, weil du reizst du das ja nicht. Ich hänge jetzt noch mit dem dritten Hänger bei mir mit dran und du fährst weiter Mähdrescher. Aber dazu brauchen wir noch die Anhänger. Ah nee, die hat ja so eine Kupplung, sagst du, ne? Ja. Aber in dem Hänger, den ich jetzt habe, da gehen 100 Tonnen rein. Ja, meinst du, das schafft er nicht? 100 Tonnen sind 100.000. 81.999 kann der laden, der Mähdrescher. Ja, ich meine, glaubst du, der Trecker schafft das nicht? Müsste, ist ja nur ein Hänger anstatt drei. Boah, rallst du das denn nicht? Ich will alle drei Hänger anhängen. Ja, schafft er nicht. Aber ihr seht, Lukas weiß auch alles eine Antwort. Wenn du den fragst, was kann das Ding, dann weiß der alles, ey. Ist doch gut. Das ist ja so gut, weil ich hatte nämlich keine Ahnung von das. Boah. Was bist du denn? Ein Ziegenlass. Der findet das selbst schon eklig, das ist schon heftig hier. Boah. Mein Gott. Ich glaube, ich muss mal eben unterbrechen. Komm, yalla! Spasti. Wie geil das jetzt kam, ey. Pixkopf, ey. Ey, was los? Arschkopf? Arschkopf. Arschgesicht. Arschkopf. Muschi-Gesicht. Muschi-Gesicht. Muschi. Muschi-Uschi. Das ist die Muschi-Uschi. Uschi. Muss das sein. Die Isolde, die nie wollte. Stimmt. Weil der hat keine Fronthydraulik. Aber weißt du, was ich mir beim Kappen überlegt habe? Nee, was hast du dir beim Kacken überlegt? Ich kann gar kein Englisch. Ich kann nicht lesen! Was ist der behindert, ey? Jetzt wollte ich gerade nicht. Mein Gott. Was war das denn, ey? Das hat sich ja ganz toll angehört. Wo bist du denn? An der Ampel. Ich steh im Stau. Wo soll ich den Hänger jetzt gleich hinstellen? Scheißegal. Hauptsache Hänger steht. Scheißegal. Auf dem Baum. War doch 9, oder? Nee, das war 0. Oh, 0. We'll be right back.
behinderte. Ja, ehrlich, ey. Stell dir mal vor, du fährst dann im Auto vorbei und da stehen zwei so Deppen auf dem Feld. Komm, gib Kette, ey. Wir sind jetzt schon anderthalb Minuten drüber. Das wird schon wieder ein viel zu langer Part. Part. Boah, das geht voll ab, Leute. Ist das geil. Wir haben noch keine Hobbys, oder? Doch, zocken. Das hier auch? Juhu! Das ist mir fast ein Headset vom Kopf. Echt? Ja. Lustig. Ja, auch. Aber der Frontlader war nicht teuer. Was hat er gekostet? 12. Boah. Kindergeld. Taschengeld. Kindergeld. Kindergeld ist gut, ey. Warte mal. Gesundheit. Danke. Warum soll ich da jetzt warten? Weiß ich nicht. Haltet die Welt an, Lukas, wo sie die ist. Weil wir gerade voll drauf sind. Wir sind im Rausch. Im Rausch des Bauersein. Sorry. Ich kann die Beine jetzt ja auch nicht zusammenpressen, dann drücke ich die Katze kaputt. So viel Kraft hast du gar nicht. Nee, aber die Katze soll nicht kaputt gehen. Ein Brett im Kornfeld ist immer allein ein Brett im Kornfeld. Da war es ein Scheiß daher, echt. Ups, ich hab schon wieder einen Baum gefällt. Nicht, dass ich im Moment auf der Straße rum. Wenn wir 45 Minuten schaffen, aber genau 6 Stunden aufgenommen, Alter. Deco funny. 24 Parts an einem Tag. Scheiße. Oh, Pitti, hast du einen fahren lassen oder was? Oder was? Entschuldigung. Aber ist schon eine gute Leistung, muss ich sagen. Ja, ne? Für das erste Game. Für den ersten Tag. Ich geh gleich direkt mal mein Offline-Spiel, ey. Nee, ich hab. Boah, toll, jetzt passe ich hier nicht durch, ey. Timo, das sind 12 Meter, ne? Nur das Schneidwerk. Ach, guck mal, wie das passt. Wofür ist der Pimmel eigentlich, der hier hoch steht? Welcher? Ja, der Pimmel da vorne. Ja, aber wofür ist da so ein Pimmel? Da braucht doch gar kein so ein Pimmel sein. So Optik. Mein Anhänger ist WLAN. Ja, Leute, das war der erste Tag und die ersten 23 Parts. Gar nicht übertrieben. Nee. Ja, wir sind wieder da. Ja. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Was geht? Trüdelü. Tschüss, schön wieder, schau mit V. Alles klar, BH. Ja. 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 Warum stehst du? Ja, weil ich angehalten habe. Das war nicht eine super Erklärung. Auf so einem Film. Film. So ein Film. Ach, so ein Film. Jetzt ja. Was hast du Neues? Ich? Was nee. Neues? Ja. Nix. Nix. Tote Hose. Rote Hose? Ja. Du hast eine neue rote Hose? Tote Hose. Was machst du denn mit einer toten Hose? Alkohol auf Feuer. Hey! Oh. Ich sollte nicht fahren und trinken. Hallo! In der Aufnahme muss ich strohlen. Hallo, jetzt ruckelt das schon wieder so, dass ich nicht fahren kann. Boah, fick dich doch, das ist doch nicht... Meine Fresse, ey. Ja, genau. Hallo. Sie besitzen dieses Feld nicht. Ja, das ist aber negativ. Stell dir mal vor, im echten Leben gibst du deinen Trecker, fährst irgendwo sehen, dann kommt der Bauer an und sagt, sag mal, bist du Glieder, das ist mein Feld. Da wäre ich lustig, da wäre ich happy. Das hab gehört. Ich hab das Mikrofon gepupst. 749. Also irgendwie ist das hier... Oh, ich hab schon wieder einen Baum gefällt. Huch. Was machst du denn da? Jo. War das nicht ein geiler Trick? Ey, hallo! Oh, mein Gas klemmte. Ja! Ich komme hier nicht mehr weg.
Das macht Allrad möglich. Oh, ich muss Pipi. Oh, diesmal musst du die Leute ein bisschen unterhalten. Ah, wie soll ich denn unterhalten? Ja, du laberst einfach irgendwas, was du gerade machst, was du vorhast, was du noch machen willst. Also ich bin jetzt gerade am Mais. Was du kannst, was du nicht kannst, was mir egal ist, was mir nicht egal ist. Ich bin jetzt gerade am Mais. Was deiner Mutter egal ist, was deiner Mutter nicht egal ist, ich geh jetzt pissen. Ich bin arbeitslos, ich bin Mais am Säen. Und jetzt werde ich, ja. Scheiße. Ja. Ja, und Prost. So. Ja. Was hast du Schönes erzählt? Alles. Nee. X, erst du Idiot. Sieht aber auch gut aus. Ich krieg eine Urkunde. Ich hab den ersten Platz gemacht. Wo drin? Im Behindert sein? Nein. Der Beste abgeschnitten von der Sommerprüfung oder Winterprüfung. Keine Ahnung. Hast als Bestes abgeschnitten? Ja. Ja, wie sahen die anderen denn bitte aus? Weiß ich nicht. Ich hab den ersten Platz. Was? Krass. Ja. Hallo, was macht der hier? Hilfe, Hilfe, Hilfe. Oh, komm drauf klar, Timo, komm drauf klar. Ich würde das machen. Ich nicht. Ich würde das machen. Ich nicht. Ich würde das machen. Das ist mir viel zu teuer. Ich würde das machen. Ja, aber wie willst du auch nach Duisburg fahren? Fahrer, ne? Außerdem ist das ein Sonntags. Ist das ein Sonntags? Ja, ist das ein Sonntag. Außerdem ist das ein Sonntags. Entschuldigung. Absicht. Hallo! Ja, da wo du noch nicht gesehen hast, brauche ich auch nicht spritzen, ne? Spielt keine Rolle. Bist du sicher? Es ist trotzdem dunkel. Auch nach dem Sehen. Ja, nach dem Sehen ja auf jeden Fall. Ich rede ja vorm Sehen. Mach wieder willst. Ich frag dich, aber. Ja? Ja. Sicher? Ja. Ganz sicher? Ja. Ganz, ganz sicher? Ja. Kein Veto? Nein. Denk nochmal drüber nach. Hörst du das Hupen noch? Nö. Hörst du meins? Nö. Ich hab auch nicht gehupt. Guck mal, Digga, wir gehen jetzt mal eine Runde fahren. Guck mal, wir fahren hier rechts. Guck mal, hier kann man rechts fahren, Anhänger. Siehst du das? Oh, guck mal. Oh, scheiße. Oh, nein. So, guck mal, Anhänger. Hier ist eine Brücke. Da kann man drüber fahren. Guck mal, Anhänger. Guck mal, so. Ja. So. Und hier kann man dann wieder runterfahren. Ja. Ja. So ist das. Hier ist ein Feldanhänger. Nee, das ist nicht unser Feld. Hier darfst du nicht spritzen. Komm weiter. Komm, Anhänger. Komm. Was ist denn da? Ein Fluss. Guck mal, Anhänger. Ein Fluss. Guck mal. Was ist denn hier? Ein Pferderentsch oder was ist das? Ach, war das der Behinderte, der hier so gesehen hat, oder warst du da? Der Behinderte. Wie ist denn der denn? Weil das Feld nicht uns gehört hat. Nee, wieso? Ich rede doch von unserem Feld. Achso, nee, ich bin dann jetzt da gerade am Sehen. Der Behinderte. Ach nee, dann war ich. Du magst die Sämaschine. Was? Du magst die Spritze. Das tut ein wenig weh in den Ohren. Echt? Wenig? Ja. Ich hab ne Idee. Oh Gott. Lift off, we have a lift off. Ich will in den Zoo. Schon wieder? Ja. Warum? Ich mag Züge. Was? Ich kann auch Zug fahren gehen. Was? Ich kann auch Zug fahren gehen. Einfach nur Zug fahren? Ja. Nirgendwo, ohne Ziel. Ohne Ziel. Das gefällt mir so. Hm? Ja, so gefällt mir das. Was? Nix, alles. Was? Oh, du kriegst dich auf. Ja, ganz große. Wir haben wohl große Nachfrage nach Pferdefleisch. Hast du gelesen? Du sollst Pferdefleisch ist gefragt. Ich will einen Fluch haben endlich, ich will fliegen gehen. Fluch? Ja. So, also Karibik? Wo ist denn der Behinderter Flug?
Den gehe ich jetzt holen, warte ich mal hoch. Nö. Ist doch nicht. Ja, doch. Wo bist du denn hingefahren? Ich will abholen. Nee, laber nicht, ey. Was liegt denn hier auf der Straße? Ach, das ist der Stromkasten. Ach ja, dann. Ja, dann ist in Ordnung. Ich hab schon gedacht, das wäre was Beunruhigendes. Oh, was ist da wieder für ein behindertes Geräusch? Ein Vogel. Ne, ein Trecker. Boah, ne, Lukas, ey. Da können wir uns alles kaufen. Oh nein! Moment, ich komm, Timo, ich komm. Ah, die Typen von der Biogasanlage, die stehen auch nur da und denken sich, boah, das ist voll Idiot. Du ja. Ja, das mach ich ja, wir. Boah. Ey, was ist das denn? Ah, gegen das Minimi-Schild sein. Oh. Mein Gott, bist du ein dämliches Stück Scheiße, ey. Jetzt muss ich hier einmal um den blöden Berg rumfahren, nur weil der Pisser da nicht hinkriegt, mit dem Drecksteil zu fahren. Dämlicher Wichs, behinderter Helfer. Ich zeig dir gleich mal, wie man alles fährt. Erstes Silo ist voll. Wie verfahre ich noch nicht mal im Jahr mit dem Auto? Du hast überhaupt kein Auto. Wie verfahre ich in einem Jahr noch nicht mal mit dem Fahrrad? Aha. Tatsächlich, komm jetzt, ich halte jetzt direkt drauf. Pussy! Ey! Warum ist da eigentlich so ein gelber Punkt oben am Dach? GPS. Hä? GPS. Was? GPS. Mein Gott. GPRS. GPS? Was, wieso denn GPS? GPRS. Navi. Ich finde UPS scheiße. Ich bestelle immer DHL. Immer noch von hinten ranfahren, oder? Du warst zum Schluss da. Du musst mir sagen, was am besten ist, hinten oder vorne. Ja, bei mir war gerade noch von hinten. Also von hinten mag ich gerne. Ja, ich auch. Schwuchtel. Bist du, dann hast du dich ja gerade selber Schwuchtel genannt. Nee. Aber du hast gesagt, von hinten mag ich auch. Ja. 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 Hier kann man das zweideutig sehen. Ja, und wenn du sagst, mag ich von hinten dann nicht. Nee, weil du hast gesagt, ich mag ich von hinten auch. Ja, weil du ja auch gesagt hast. Ja, sicher, ist doch richtig. Was laberst du denn für eine Scheiße wieder? Wenn du sagst, dass bei mir Schwuchtel ist, ist das bei dir genauso Schwuchtel? Nee, weißt du warum? Ich hab eine Freundin von dir. Halt dein Maul. Okay. Das hat zu fassen. So weit wie Lukas hat eine Freundin, nämlich nicht. Aber gut. Das ist nun mal so. Ja. Kennst du schon den hier? Was nennt man Handbremse? Kennst du schon den hier? Da nennt man John Deere. Das ist für mein Hänger zufrieden. Ja. Boah, dann kriegst du gleich wieder. Ja, aber kann ich ja dafür, wenn du so doof bist. Bleibst du stehen? Ja. Jetzt guck mal. Ich auch. Toll. Nein, wir übertreiben das ja hier gar nicht. Aber schneller als 40 schaffst du dann irgendwie doch jetzt gerade nicht. Was ist denn für ein Schwachsinn? Wieso schaffst du ja nicht mehr als 40? Hallo, was ist denn los? Als wenn da Gewicht dran hängen würde oder so. 1, 2, 3, 4, mein Gott, ey, Junge! Junge! Bist du so an deinem Trecker und sagst du so, ich geh mal eben gucken, ob hinten die Rückleuchten funktionieren. Bist du 3 Jahre unterwegs, bis du ganz hinten bist? Ah ja, geht. Plus also 22 Achsen insgesamt. Voll normal. Voll normal. Was fährst du denn so, ein 22 Achser? Also 44 Räder gerade hier unterwegs. Und dann platzt immer einer. Ja, scheißegal, würde ich sagen, wenn dir einer platzt. Hast ja noch 43 am Laufen. Oh.
Entschuldigung, liebe Leute, das musste mal eben sein. Sonst krieg ich wieder Magenschmerzen. Oh, hoppala. Ja, ich. Ja! Boah, lol, Alter. Du kriegst doch alles kaputt. Krass, ey. Du bist wie ich. Nee. Ma, jetzt ruckel doch nicht hier so rum, ey. Affenfotze. Affenfotze. Boah, Alter, was hat der denn für einen Tank? Warum? 169.494 Liter. Was hast du denn da gecheatet, Alter? Ich bräuchte nie mehr tanken im Leben. 169.000 Liter Diesel da drin. Willst du mich verarschen? Und wie viel geht in die Schaufel rein? 1,5 Millionen. Die 1,5 Millionen. Das ist ein Silo. Das ergibt doch alles keinen Sinn, du da laberst. Nope. Nein. Bis um. Weiß ich gar nicht, bis um 2 oder so. Jetzt pass mal auf, bleib mal stehen. Hm? Auch nicht schlecht. Machen wir mal auf Kacke jetzt hier. Jetzt kann ich Gülle fahren. Zwei Schläuche kaufen. Ne, einen Schlauch brauchen wir noch. Zwei brauchen wir. Ne, ein. Mein Gott, entscheide dich mal. Oh, ich muss gleich tanken, der ist fast leer. Ich hab nur noch 169.989 Liter. Oh. Ein Bäuerchen. Ja, das regt mich so ein bisschen an dem Fass auf. Da musst du extra für absteigen, um das abzuhängen. Da finde ich es eigentlich auch cool immer. Bei was denn jetzt? An der Tonne da. Ah, im blauen Ding. Was hast du denn? Frag besser nicht. Oh. Sagt meine Waage auch, wenn ich auf dem Badezimmer stehe. Ungefähr 12,95 Tonnen. Genau. Habe ich seit der Musterung nicht mehr gewogen. Doch ich glaube, als ich danach mit dem Rauchen aufgehört habe, habe ich mich irgendwann nochmal gewogen. Aber da hat sich nicht viel, war ein Kilo Unterschied. Als mehr oder weniger? Mehr. Vom Rauchen, weil ich aufgehört habe zu rauchen, habe ich ein Kilo habe ich zugenommen. Wow. Heftig, ne? Habe ich mir dann auch direkt runtergehungert. Soll ich noch zur Aral fahren? Wieso? Was braucht ein Raucher? Feuerzeug. Zigaretten. Ja, und Feuerzeug auch. Das hab ich aber. Ja, das wüsste ich doch nicht. So richtig assi, ey. Wow. Ja, dann bedanken wir uns. Amen.